Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu Politik und Poesie, literarische Werkstatt, Gespräche und Lesung. Mein Name ist Michael Baiculescu und ich bin nicht die angekündigte Dieter Brickwell, die diese literarische Reihe Politik und Poesie seit vielen Jahren abwechselnd in Berlin und in Wien durchführt, moderiert, gestaltet. Sie konnte heute nicht kommen, ihr Mann ist erkrankt und ich springe für sie ein. Das heißt, ich werde heute moderieren und ich werde auch den Text von Dieter Brickwell lesen. Und vielleicht ganz kurz zum Konzept von Politik und Poesie. Die Dieter hat mir ein paar Worte aufgeschrieben. Das Konzept ist, dem Publikum die mehrschichtige Wirkung von Dichtkunst zu vermitteln. Die Erfahrung lehrt uns, jedes dichterische Wort ist politisch, weil es im Resonanzkasten der Assoziationen oft gegen die vorherrschende, einzementierte Meinung Gedanken zum Schwingen bringt. Dichter haben oft eine zukunftsgewendete, feine Antenne für politische Entwicklung oder auch als Wortkünstler, Künstlerinnen, für den nicht ausgesprochenen Subtext von politischen Erklärungen. Im Gespräch untereinander können uns die Poetinnen und Poeten Wahrheiten ans Licht angeln. Und die Musik, Sie hörten Renald Deppe, der wird uns auch heute den ganzen Abend noch begleiten. Und die Musik, sie erzeugt eine andere Perspektive zu den gesprochenen Worten. Soweit einmal eine kurzer Einstieg und wir fangen gleich an mit dem ersten Dichter, Ernest Wiechner, aus Berlin, geboren 1952 im Banat, Rumänien, 1975 ausgewandert in die Bundesrepublik Deutschland, lebt seit 1976 in Berlin. Er studierte Germanistik und Romanistik an der späteren Universität des Westens, Timișoara, sowie Germanistik und Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Im Literaturhaus Berlin war er seit 2003 tätig und bis Ende 2017 dessen Leiter. Ernest Wiechner ist Autor, Literaturkritiker, Herausgeber und Übersetzer, vor allem aus dem Rumänischen. Heute liest er aus einem
jüngst erschienenen Gedichtband, nicht? Nächstes Jahr erscheinenden. Ah, nächstes Jahr erscheinenden, okay. Ja, und ich würde Ernest Wichner jetzt bitten, ein bisschen über die Entstehungsgeschichte und den Kontext dieses Buches. Danke. Gerne. Das Erste ist immer das Wasser einschenken. Ja, schönen guten Abend auch meinerseits. Sie haben gerade gehört, den Schriftstellern, den Dichtern insbesondere, würde Zukunftszugewandtheit in irgendeiner Weise zugeschrieben. Bei mir ist es, glaube ich, das Gegenteil. Das, was Sie hören werden heute Abend, ist zurückgewandt. Das hat damit zu tun, wahrscheinlich damit zu tun, dass ich älter geworden bin. Und natürlich hat es damit zu tun, dass jeder, der schreibt, aus Erfahrungen schreibt und nicht in eine ihm unbekannte oder ihr unbekannte Welt hinein, sondern aus einer Welt heraus, die man, ja, die begonnen hat für einen selbst mit dem Tag der Geburt und irgendwann zu Ende geht. Jedenfalls ist es bei den Gedichten, die Sie heute Abend hören werden, anders als bei früheren Texten von mir. Sehr viel Herkunft, sehr viel Vergangenheit mit dabei. Ich fange an mit zwei Gedichten, die Blumennamen haben. Blumen, die es da im Sommer jedenfalls gab, wo ich herkomme, nämlich aus dem Banat Lefkojen. Das erste Gedicht. Du legst den Hörer auf und willst jetzt nicht mehr weiterleben. Das Maß sei voll und jeder Weg dir abgeschritten. Wo mal ein Gott war, klafft nun in der Wand ein Loch. Doch deine Blumen stehen im eng von Mauern eingefassten Garten und blühen den Abend an. Sie werden heute auch zur Nacht noch blühen und ihren schweren Duft verströmen, als hättest du versucht, die Nacht zurückzuschieben in jenen Sommer 65, als meine nackten Beine mittels Zackenschere im Blumenbeet gelandet waren bei den Lefkojen. Ihr Duft lag wie vergossenes Parfum im Garten, spreizte sich den Sommer lang durch jede Nacht und schwieg bloß, wenn Gewitter tobten. Doch wenn die Blitze nur noch ferne glommen, war er als erster wieder wach. So ging noch ein Jahrzehnt dahin, wir brachen auf und zogen westwärts. Jetzt willst du nicht mehr weiterleben und legst den Hörer hin, lässt mich zurück, den kleinen Garten noch im Blick und aus der Zimmerecke weiß ich mich angeschaut von deinen leeren Schuhen. Und etwas später im Jahr die Chrysanthemen. Chrysanthemen. Ich habe gelbe Chrysanthemen mitgebracht vom Markt für dich. Er war schon beinahe abgeräumt und wo der Fischhändler gestanden hatte, lagen eine Lachskarkasse und ein augenloser Heringskopf im Sonnenschein. Es stank. Die Vögel hatten hier schon etwas aufgeräumt, nur die Salatblätter und einstmals grünes Möhrenkraut platt nun wie Pflastersteine, in deren Fugen über die ganze Fläche hin sich Reste eingenistet hatten, zertretene Champignons und Apfelspalten, die bunten Blütenblätter, die der Wind verstreut, dort auch die Sandale eines Kindes. Sie musste hier schon länger liegen. Nur ein Salatblatt beugte sich noch handschalig nach oben, ein Faden Möhrenkraut und unter den welken Stängeln etwas Pastinakengrün. Noch kippten der und jene Eimer aus, während am Rand die Kehrmaschine losfuhr und rissige Bretter auf die Ladeflächen flogen. Auch flatterten wie Fett die Wehr in allen Farben Plastikschwaden, Zeitungsreste mit Senf und Blut beschmierte Pappen knapp in Bodenhöhe durch dieses Licht. Nimm mit, stand hier zu lesen. Die Läden ringsum waren dicht und Wolken schoben ihre schweren Bäuche vom Land her, kommend in den frühen Abend. Nimm etwas mit, dies beinahe noch winkende Salatblatt ließ in seinen müde geschwungenen Rippen das nur Geräusch
wie vom Maschinenbesen deine Rede sei. Geh endlich heim. Ein Auto fuhr in Lichtenberg in die Passanten. Hier sägten Krähenflügel durch die Tür zum Supermarkt. Wochenende. Ich dazu vielleicht eine kleine Anmerkung oder eine Anekdote oder was Kurioses. Ich war vor 2 Jahren nach Hongkong zu einem Poesiefestival eingeladen und anschließend wurde man noch in 2 volkschinesische Städte verschickt, die Partner dieses Festivals waren. Und man musste vorher Texte einschicken, die sind ins Chinesische übersetzt worden, auch ins Englische und sind in einer kleinen Broschüre veröffentlicht worden. Aber in den beiden volkschinesischen Städten, in denen wir dann aufzutreten hatten, reichte man einem vor dem Auftritt eine Mappe. Da war eines der Gedichte auf Deutsch drin und die englische Übersetzung und irgendjemand las das dann auf Chinesisch. Also man durfte es dann selber auf Deutsch, ich in meinem Falle, oder auf Englisch, wenn ich es gewollt hätte, vorlesen. Aber aus den 20, die man eingeschickt hatte und die übersetzt waren, hatten sie eines ausgewählt, während man in Hongkong alles lesen durfte, was man wollte. In diesen volkschinesischen Städten, in Wuhan und in einer Stadt, die heißt wie eine Gedichtform Haiku, hat man mir immer dieses Gedicht gereicht, was mich sehr verwundert hat. Vielleicht merken Sie, warum einen das verwundern kann. Wochenende. Die Kuhle dort, dies sagt der Landschaftsarchäologe auf der Wanderkarte, ein echter Bombentrichter. Doch ist hier noch was echt nach 70 Jahren? Kein Trichter mehr zu sehen, auch Kuhle ist ein viel zu tiefes Wort. Der Boden senkt sich randlos leicht zu einer flachen Form, in der wir beieinander liegen könnten. Dein Kopf auf meiner Brust gerade aufgestützt, das Kinn in ellenhoher Hand, sind nicht mehr blickgeschützt. Dadurch aufsetzt jetzt zum Fotoshooting die Smartphone-Linse auf mein Geschlecht gerichtet, sieht dir ein Wiesel zu und etwa 25 Meter weiter eine schwarzgefleckte Kuh. Allein die Erektion verschwindet noch im Landschaftsdenkmal, ihr Abbild aber wird nach einem Lidschlag schon in deiner Wolke bis auf Widerruf gespeichert sein im All. Uns bleibt noch Zeit für einen letzten Kuss, dann fährt die S-Bahn uns pünktlich zurück in 2x je ein halbes Wochenende. Das mögen die Chinesen. Oktober. Sag mir, wie die Hoffnung küsst, auch wenn, nein, weil sie russisch ist. Sag mir, was das goldene Ginkgo-Blatt in meinem Moleskin zu suchen hat und sag mir bitte schnell das Epitheton, das ich vermisse. Und ja, wie schmecken jene Russen Hoffnungsküsse in der realen Welt? Doch komm mir nicht mit Kürbissen und Nüssen und auch die Kissen bleiben dort im virtuellen Schrank. Ich rutsche linnenflach klein wenig hoch, das Surrealistenkatz mutiert zum Du in einem längst schon fälligen Gedicht. Drum bist du lüstern jetzt, gewiss. Und auch nicht länger magenkrank. Und jetzt ein paar neuere, alte Gedichte. In den Rollläden die Eifersucht als Gelosia quergestreift und Jalousie das Montemao Monte zu, sie rasselte beim Niederfahren und knirschte, zog man sie hoch. Die Wespennester in dem Kasten hatten Großvater schon überlebt, samt seinen Reisen an den noch lang nicht bekannten Rand der kleinsten aller Welten. Als ich sie in Händen hielt, die Wand war nackt, der Kasten offen, zerriss unter der Mittagssonne der Tag. Ein Kampfjet spaltete den Himmel, ich ließ die beinahe kugelrunde Wabe fallen und floh in meine Schattenzonen, wo ich als Kind schon meine Striemen deponierte, Schmerz genoss, als wäre er mir erst unter diesen Leuten aufgetaucht.
Später winkte uns, bevor von innen sie verdarb, noch Minkas Tanne über den Dächern der Stadt, bevor auch du gestorben bist, bevor ich sterben werde, gib mir, allein stehe ich jetzt vor der Baumscheibe der Tanne, gib mir die Rechnung von heute, gib mir den Junikäfer, den Schiver, wenn ich einmal groß bin, gib mir die Zugspitze und das Abendlied, so magst du von mir alles haben, was eben noch verschlüsselt war. Konstantinopel, wie es uns heute noch bewegt, und Wien hoch drei, auch Brünn, dann Lipowa, den kleinen Platz dort und die Wäscheleinen, komplizenhaft das Lächeln der immer gleichen Nachbarin. Ich werd ich und du wirst du, sagt zum Abschied leise Marabu, wenn du zurückkehrst. Wolkenbäche, die hatte es vor unserer Zeit gegeben. Den Sterzmichel schauten wir uns an bei Nacht, wir zählten genau und rechneten mit nichts. Schließlich hatte man das Dorf zweimal gebaut. Einmal im Tal beim Fluss, wo er es sogleich hinweggeschwemmt hat, zu den Fischen, und dann noch einmal hinter dem nächsten Hügel. Hier erinnerte es an einen alten Buntschuh oder Dreschflegel, an etwas wie Flachsbrechen und Brühtröge. Doch als die Wände reihum platzten, die Lehmziegel zerbröseln wollten, an jeder Zimmerdecke pendelte aus Stroh und trockenen Binsen eine Sonne, vollzogen sich die großen Umstülpungen der Landschaft. Klee, der vormals Segen hieß, wuchs jetzt als Fortschritt auf dem Acker. Im Osten ging die Zuckerrübe auf wie ein Zentralgestirn. Vater auf der Leiter vor dem Haus, der eine Zange in der Hand hält, sagt, er bringe Licht. Kein Widerspruch. Auch steht ein terpentingetränkter Mast jetzt auf dem Weg, und wenn es gut geht, kann man schon im nächsten Jahr im Radio Hitparaden hören. Doch aus den Häusern wachsen Bäume, und wer sein Heim verließ, hat nie den Weg zurückgefunden. Der alte Matz, das war ein Original in unserem Dorf, der tat alles, was er wollte. Und ich habe von dem erzählt, und als mein kleiner Sohn, der mittlerweile jetzt auch schon 35 ist, hörte, dass ich wieder Gedichte schrieb, hat er gesagt, ich möge doch mal ein Gedicht über den alten Matz schreiben. Also habe ich es getan. Der alte Matz, der nun als Wasserleiche wieder in die Gemeinschaft zurückgekehrt, in der Kapelle auf dem Friedhof lag, war immer schon ein Meister des Verschwindens und segensreich durch Dreistigkeit, dies ganz gewiss. Er kümmerte sich um alles, was die Leute übersehen oder vergessen hatten, beschnitt die Bäume in den Gärten, wiewohl es keinen Zutritt für ihn gab, und sorgte so, beschimpft und fortgejagt, für reichlich Obst im Herbst, was die im Frühjahr noch von ihm Bedienten nicht wissen konnten und ihnen beim Ernten ganz entfallen war. Nur, dass der alte Matz sich angemaßt hat, über ihre Bäume zu verfügen, saß als erinnernswert in ihren Köpfen. Er kroch in Scheunen und Schuppen, wo er das Loch im Dach, den Lichteinfall, wie von Gottes Finger abgestrahlt, als erster sah, stieg hoch und kitterte, verkleisterte das Loch, bewahrte Nahrung dem Vieh, Stroh und Heu vor Fäulnis, den Haushalt vor Verlust und sicherte sich an jedem Kneipentisch im Ort den Groll. Ein Tremolo. Eine Sonnenbrille schenkte mir der alte Matz aus einem Brunnen, den er die Tage ausgeräumt, und neben seinem Strohsack lag ein künstliches Gebiss. Das musste jemand fortgeworfen haben, weil es nicht passte, und der stets besoffene Dentist im Dorf die Leute hasste, weil sie aus dem Rachen stanken, wenn sie in seinem Stuhl den Mund aufsperrten. Er hasste die Fäulnis, die er sah und was sie über Jahre in ihm schon alles angerichtet hatte. Dass er nun jede zweite Nacht im Schlaf den Herztod starb, die Nacht davor hatten ihn Hunde aus dem Dorf gejagt, den Hang hinab, ging's um sein Leben, und als der Zug am Bahnhof bremste, wäre er beinahe auf die Gleise gerutscht. Er spürte schon den Schnitt in beiden Oberschenkeln, hörte das Sirren der Fräse im Spital, wie sie am Stumpf den Knochen glatt schliff, sah über dem Bett das Rudel Klageweiber schweben, und neben seiner linken Schulter hörte er den Wecker rasseln, der seine tote Mutter ein halbes Leben zur Pflicht gerufen hatte. Beglaubigt wird dies nur von dieser Sonnenbrille hier.
viel habe ich schon abgelesen. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu schauen, wann ich angefangen habe. Ja, ja. Geht noch? Gut, die Gedichte werden jetzt auch kürzer. Noch ein längeres in dieser Art und dann noch ein paar kürzere. In uns brach etwas zusammen, fiel etwas ein, doch neue Nachbarn gab es allenthalben, die hatten Wörter mitgebracht aus ihren Käffern in den Bergen, nichts als Wörter in barfüßigen Kindern. Und wo es Hunde gab, verstanden diese nicht, was wir von ihnen wollten. Sie schauten uns müde an und schlichen feige wie Schakale durch den Staub, zuckten ertappt, wenn man ein Stück Brot in ihre Richtung warf und kehrten abends erst bei Dunkelheit zurück, wenn Ruhe war im Dorf oder Gewitter drohten. Da legte einer aus Versehen sich ins Gras und zog den Horizont als Decke über sich. Die anderen hatten sich in die Hunde gelegt, lagen krumm in der Nacht und horchten, wie der Kosmos in den Hundeseelen rauschte. Gott sprach kaukasische Dialekte und hatte keinen Sinn für uns, die Hunde oder barfüßige Wörter im Staub der späten Sommertage. Egal, wie schön das Dorf sich nennen mochte, egal, wie die Akazien dufteten, die Maulbeerbäume Gärung und Verderben um sich streuten, im tiefen Schwarz folgten die Leichenbitter, Weihrauchschwenker und Totengräber den Wasserleichen und Hitzeschlägen erhängten und vom kaum verdünnten Spritzmittel gegen Kartoffelkäfer verätzten. Erleichtert bald und aufgeknöpft, wer diesmal noch entkommen und trinkfest war. Dies alles nannte sich Neue Zeit, war Volkesrepublik und hatte kräftig rabattierte Optionsgeschäfte abgeschlossen mit der Utopie. Religionen aber gab es zweieinhalb, mit Pfarrer, Pope und Vikar, so herrschte horizontweit leere Gegenwart, das überdehnteste Modell davon. Als Sehnsuchtsort der Lehm der Eiszeitwinde, darin die Mauersegler ihre Höhlen bauen für die Brut, Kindersärge im Dunst des frühen Herbstes, darüber die ziehenden Himmel, beladen mit Asphalt und Ruß. So sehen's die Leute, verkapseln es in sich, gießen Gesänge drauf und Hass. Wo tatsächlich gar nichts war, nicht einmal nicht Gelände, nicht Ort, kein Zonenrandgebiet, kein Bauerwartungsland, weit und nochmals weit und dazu breit, kein Landschaftsansatz, reines Nichts, kein Acker hinterm Bahndamm mehr, nur wie nach Würfelwurf verstreuter Grasbewuchs an Stellen, wo man Flechten höchstenfalls erwartet hätte, Kriechalgen bei Feuchtigkeit und Fachbegriffe für fehlenden Bewuchs. In Faulhöhlen soll es in Mulch etwas gegeben haben, das einem Leben ähnlich sah und nicht bei seinesgleichen verweilen mochte, sich aufschwang in den Traum von einem Alltag als Made, Heuschreck oder Zirbeldrüse auf der Promenade. Den Hut der neuesten Saison, frisierte Dackel und liebestolle Kavaliere in Uniform spazieren führend in den je eigenen wohlverdienten Untergang. So. Noch was Historisches. Aber vielleicht war alles nur einem Rückfall in rhythmische Phänomene zu verdanken. Oder es war eine Erbschaft, die niemand hatte antreten wollen. Jedenfalls hatten sich alle Gespräche ins Knochengerüst verkrochen, wo sie ausharrten und selten bloß ein Knirschen hören ließen, knacken und knarzen wie von alten Dielen. Einzig der Postbote pfiff, wenn er jeden zweiten Tag Ansichtskarten, Briefe und einmal wöchentlich die Zeitung brachte.
Der hatte, wie es heißt, ein mit Samt ausgepolstertes Sonnensystem erfunden, dessen Zentralgestirne sich gemeinhin in die gleiche Richtung bewegten, während ihre Polachsen aus der Senkrechten gerutscht waren und sich spontan in je eigensinnig präferierte Neigungszustände hineinbegeben hatten. Hier durfte niemand lüften. Verboten waren Musikerziehung, insbesondere elektrischer Kontrabass, Oboe, Flügelhorn und Klavier. Ansehen genoss allein die Trommel. Der Trottel vom Amt durfte sie schlagen und verkünden, dass alle, wenn die Glocken geläutet haben, sich auf die Füße stellen und die Kappen und Hüte vom Kopf herunternehmen und ruhig stehen bleiben sollen, bis er einmal laut auf den Trommel schlagt, wo dann Schluss ist. Väterchen Stalin war tot. Na gut, dann noch eines aus dieser Reihe. Dann suchte ihn ein Rollstuhl heim. Kein Rollstuhl, nein, nur dass er meinte, einen Rollstuhl gestohlen und dessen überführt zu werden, war er doch gut noch unterwegs und eines Rollstuhls nicht bedürftig. Und doch hatte er, jetzt war er plötzlich eine Sie, sich einen Rollstuhl angeeignet, der ihr natürlich genauso wenig zustand wie ihm vorhin und den sie nicht gebrauchen konnte. Auch hatte sie ihn jetzt, da allmählich etwas wie Schuldgefühl in ihr erwachte, nicht mehr zur Hand, um ihn zurückzugeben. So blieb nur noch die Flucht, die sie sich selbst als Suche ausgab nach dem Verbleib des elenden Gefährts. Gezeichnet als eine Rollstuhldiebin, Verbrecherin an jemand, der eines solchen Dings bedurfte, um durch irgendein Leben zu rollen, ohne Ausgang. Durch einen langen, bretterverschlagenen Flur ging es in immer finsteres Duster, auch kreischten von wechselnden Seiten Stimmen auf sie ein und forderten hysterisch Rechenschaft, sie möge gestehen und bezahlen, eine Schlampe sei sie obendrein und ewig schon ungeduscht, auch wenn sie jetzt so tue, als sei sie ein Er, der nichts von einem Rollstuhl wisse, so habe sie es ihm erst eingebrockt, unter die Dusche gezerrt, griff endlich vom Fenster her ein Sonnenstrahl als Traumzensur. Und merkt, das war ein Albtraum. Ja. Na gut, zwei ganz andere und dann ist Schluss. Ich habe, als ich noch im Literaturhaus arbeitete, da gingen die Mitarbeiter meistens so fünf, halb sechs und um 20 Uhr dann fand die Abendveranstaltung statt. Da hatte ich immer da zu sein und zu begrüßen und die Gäste vorzustellen. Und irgendwann habe ich in der Zeit, mit der man nicht so recht was anfangen konnte, zwischen 18 Uhr und ja, 19.30 Uhr, als die Autoren dann kamen, habe ich mich am Schreibtisch hingesetzt und habe versucht, Texte zu schreiben. Das wurde was ganz anderes als das, was Sie bisher gehört haben. Denen habe ich dann auch einen gemeinsamen Gattungsnamen gegeben. Die heißen Furter. Mit TH geschrieben. Furter, Furter. Und zwei davon habe ich zufällig dabei gehabt. Furter und Schifasch übten zusammen erotische Dialekte, Deklination und Beugung, Hüfte an Häutung und Verzicht wie Sühne und Schuld, wie mein und dein und mein, du rund, ich grob. Später dann plauderten sie vertraulich von moldawischem Frühlicht über den Spülsteinen, zückten die Messer im eklektischen Talglicht und entmannten Kunder und Blundner. Als ob, es ginge noch wesentlich bunter. Furter trifft Vulcanescu. Nein, andersrum.
Furter trifft Vulcanescu zu einem Gespräch über Fragen der Poetologie, das letztlich bei Labextrakten, Fahrplänen, Duschhauben und Zwischenlegscheiben endet, während auf Fahrrädern, in kleinen Bussen und büffelgezogenen Rikschas die Weltpoesie an ihnen vorbei und auf einen neu eröffneten Baumarkt zufährt. Als die beiden etliche Stunden später dort angelangen, sind die Regale leergeräumt und die Kassen geschlossen, aber ein Unwetter tobt in der Halle, dem sie Donnerworte zuhauf entnehmen können, zur Verwendung in Gedicht und Pumpernickel und Pamphlet. Noch stehen sie da und notieren. Wir nähern uns heimlich und fotografieren. Und dann reimen wir uns, bis auch sie mit sich und uns sich mehrgeschossig wie vertraulich reimen. So, genug gereimt. Vielen Dank. Zitiert, gell? Ja. In einem Gedicht habe ich ihn, das ist dezidiert auch ihm gewidmet. Ja. Ich habe noch eine Frage zu der zu den Chinesen. Gut. Gibt es eigentlich von der chinesischen Version auch eine Rückübersetzung ins Deutsche, dass man weiß, was da eigentlich wirklich vorgetragen wurde? So gut kann ich nicht Chinesisch. Ja, aber hätte ja jemand übersetzen können. Es hat mich in einer dieser Städte ein Chinese angesprochen, der sagte, er lehre irgendwie in Potsdam auch zeitweilig, und er sprach Deutsch. Und er meinte, es gäbe leichte Differenzen, aber sie hätten die Tendenz der Sache nicht gefälscht. Also ich wusste, als Hertha Müller den Literaturnobelpreis bekommen hat, haben die Chinesen ihr gesamtes bis dahin erschienenes Werk gekauft und haben, die Volkschinesen, und haben 10, 12 Übersetzer angesetzt, haben im Dreivierteljahr das ganze Werk übersetzt und als viereckiges Paket auf den Markt geworfen. Und Taiwan-chinesische Germanisten sitzen jetzt seit Jahren dran, daraus lesbare Bücher zu machen. Das war alles Müll, also Sondermüll auf Papier. Und natürlich zensuriert und von mehreren Übersetzern an einem Buch sitzend gearbeitet. Das kann nicht gut gehen. Das ist noch nie gut gegangen, auch hier nicht. Das ist ja nur ein kleines Gedicht, da denke ich, das kann man ja hinkriegen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und ursprünglich ist es ja in Hongkong übersetzt worden. Mhm. Und dann, ob dann die Volkschinesen dort ihre eigene Variante draus gemacht haben, das weiß ich nicht. Es war allerdings das in diese Richtung gehende verwegenste Gedicht, das ich hatte. Alle anderen waren viel braver und zurückhaltender. Und vielleicht wollten die Volkschinesen mir zeigen, wie weit weg von jeder Prüderie sie sich mittlerweile befinden. Okay. Danke. Ja, wann wird das Buch erscheinen? Im nächsten Herbst. Nicht selbst. Ja. Ja, Bodo. Studierte Orgel in Salzburg und Philosophie, Humanistik und Geschichte in Wien. Seine Werke reichen seit den 70er Jahren von literarischen Publikationen bis zu experimenteller Prosa, veröffentlicht als Bücher, Hörspiele, Text, Fotobände und Filme. Er lebt in Wien und seit über 30 Jahren im Sommer am Dachstein Steiermark als Senner. Wir hören eine Litanei
über zwei Begriffe, die sehr im Schwange sind, nämlich Natur und Kultur. Und die gehen dann nahtlos über in eine Almsage. Zuerst hören Sie die, laut Regie die Überleitung zu Bodo Hell, musikalische. Jour, Aschur, Tour, Bergtour, Spritztour, Pur, Purpur, Spur, Lasur, Glasur, Rasur, Zäsur, Frisur, Zensur, Tonsur, Professur, Blessur, Dressur, Fissur, Klausur, Tour, Tür, Kubatur, Kandidatur, Kreatur. Ligatur, Appeggiatur, Miniatur, Klaviatur, Abbreviatur, Nunziatur, Judikatur, Applikatur, Karikatur, Stuckatur, Nomenklatur, Legislatur, Tabulatur, Makulatur, Muskulatur, Bauchmuskulatur, Armmuskulatur, Beinmuskulatur, Fingermuskulatur, Kaumuskulatur, Titulatur, Imprimatur, Armatur, Natur! Pferdenatur, Ausnahmenatur, Signatur. Siehe des Künstlers Roman Signers Hotelmeldezettel, auf dem er in der Rubrik Signature mit Signer unterzeichnet hat zum Gaudium der Empfangsdame. Kontrasignatur, Froschnatur, Frohnatur, Menschennatur, Bärennatur, Unnatur, Verbrechernatur, Künstlernatur, Abenteurernatur. Naturalist, Naturbad, Naturbegeisterung, Naturbeobachtung, Naturbeschreibung, Naturbetrachtung, Naturblume, Naturdichter, Naturheld, Glückliches, Angeborenes, Naturempfindung, Naturerzeugnis, Naturforscher, Naturfreund, Naturfreunde, Bergfrei, Naturgeist, Naturgenuss, Naturgeschichte, Naturgesetz, Naturgewalt, Naturgötter, Naturheilkunde, Naturkind, Naturkostladen, Naturkreislauf, Naturkunde, natürlich Naturmensch, Naturnachahmung. Griechischer Maler Apelles, der die Kirchen so lebensecht gemalt hat, dass die Vögel hingeflogen sind und aufgepickt haben. Naturphilosophie, Naturpoesie, Naturrecht, Naturreligion, Naturschauspiel, Naturschilderung, Naturschönheit, marktfähig gemacht, Natursekt im pornografischen Diskurs, Naturtöne, Naturstimme, Naturstimmen im Adalbert Stifter und Peter Rosecker, ja, Naturvölker, Naturwissenschaften, Naturzustand, Reparatur, Laufmaschenreparatur. Autoreparatur, Apparatur, Quadratur des Kreises, Temperatur, gemessene und gefühlte, Literatur, Koloratur, Registratur, Prokuratur, Diktatur, Statur, Tastatur, Abitur, Politur, Sekundogenitur, Primogenitur, Garnitur, Furnitur, Fioritur für verzierten Gesang, ursprünglich von Kastraten, Positur, Expositur, Partitur, Investitur, Faktor, Manufaktur, Fraktur, Schädelfraktur,
Korrektur, Tektur, Architektur, Schranktür, Tinktur, Arnika, Tinktur, Jodtinktur, Konjunktur, Hochkonjunktur, Struktur, Pendeltür, Flügeltür, Doppeltür, Stahltür, Abteiltür, Falltür, Kultur! Musikkultur, Spielkultur, Rindenkultur für Käseleib, Reinkultur zum Wachstum eines Klons unter Ausschluss jeglicher anderer Arten von Organismen, auch auf Gel-Nährböden, Unkultur, Säuerungskultur für Milch in der Käserei, Leitkultur als möglicherweise entbehrlicher Begriff, Kulturanthropologie, Kulturbolschewismus, Kulturbringer, Prometheus Dionysos, Kulturflüchter, Kulturfolger, Kulturgeschichte, Kulturgut, Kulturhoheit, Kulturinstitut, Kulturforen, Kulturkampf, Kulturkritik, Kulturlandschaft, Kulturpessimismus, Kulturpflanzen, Kulturpolitik, Kulturrevolution, Kulturtechnik, Kulturwandel, Kulturwissenschaften, Kulturzyklentheorie. Giambattista Vico, Benedetto Croce, Oswald Spengler, Geheimtür, Komtur, Agentur, Inventur, Montur, Tortur, Stur, Futur, Textur, Mixtur, Gravur, Schwur, Treue, Schwur, Liebesschwur, Azur, Zephyr, Porphyr, Satyr. Das gefangene Kasmandel. Eine kommentierte Sage zu einem kleinen technologischen Tausendsasser und seinen drei Milchgöttinnen auf dem Dachsteinplateau. Bekanntlich wandern zu Georgi am 23. April die Kasmandel auf die Almen hinauf, für die Allgemeinheit unsichtbar, versteht sich quasi als Sehnsuchtsträger für das Almpersonal vor deren eigentlichem Auftrieb. Im Spätherbst dann, nach dem bereits erfolgten Almabtrieb, letzter Termin 29. September an Michaeli, also morgen, ziehen die Kasmandel zu Martini am 11.11. mit ihrer Geisterherde, den zahlengleichen, aber schwarzen Kühen und Kälbern, wieder ins Tal und wollen dort ihr Vieh in den Ställen dazustellen. Da heißt es, die Stalltore geschlossen halten, sonst reicht der Heuvorrat für den Winter nicht aus. Oben trifft man diese Kasmandel sommers sehr selten an. Dafür treibt manch einer in den Zwischenzeiten als rumorender und musizierender Butz, etwa auf der Alp Lagutz im großen Walsertal, zieht die dortige Maultrommelsage in den leeren Hütten sein Wesen und Unwesen. Die Bezeichnung Kasamandel kommt übrigens, wie man lesen kann, nicht vom Käse, sondern vom romanisch Casa, das Haus. Siehe Mitter, Kasa Bach, Kasa K, Kasa Gruben, Kasa Scheiben, Kasa Reisen, Kasa 10, Kasa 4, Kasa am Salzburger Untersberg. Auf einer mir nicht ganz unbekannten Dachsteinalm, allerdings taucht so ein diesmal kleiner grüner Mann auch im Hochsommer auf. Und gleich in bedeutsamem Zusammenhang. Eine der drei Sennerinnen war gerade beim nahen Fluss einer dauerhaften Karstschwinde, deren Wasser infolge naher Viehweide nicht frei von Kolibakteriengefährdung ist, Wasser holen. Und zwar mit ihrem Rückenbottich, dem sogenannten Wasserlage, als sich im Latschengebüsch und Gestrüpp etwas wurzelte, nämlich ein Green Man. Siehe auch den spätrömischen Gott Silvanus und die Blattmasken als Schlusssteine in den englischen Kathedralen. Diesen kleinen Mann schnappte sich die Sennerin auch sofort und trug ihn zu den Hütten und ihren zwei Kolleginnen hinüber. Die drei diesseitigen Frauen hatten ihren Spaß mit dem niedlichen jenseitigen Männchen und wollten es nicht mehr fortlassen, sperrten es also in ein leeres Milchgefäß, Brentel, siehe auch den Ausdruck Brentlerinnen für Sennerinnen, ein. Wo dieses pumpte und schrie, lasst mich heraus, dann zeige ich euch, wie man aus der Milch den Steirerkäse macht. Wie man Butter aus dem Sauerrahm herstellt, hatten sie offenbar bereits gewusst, nicht aber, was man mit der übergebliebenen Magermilch tun könnte, außer Schweine füttern. Auf dieses Angebot gingen die drei Sennerinnen gern ein und erfuhren also das Nötigste für die Sauerkäseherstellung aus Magermilch, sie auch den Radstädter und den Tiroler Graukäse. Beim Steirerkäs unterscheidet man wieder den glasigen Murtaler vom bröckligen Enstaler, den die drei jetzt gerade gelernt haben. Daraufhin entlief der kleine Milchtechnologe.
Doch die drei wollten ihn jetzt angestachelt nochmals zurückholen und fanden und schnappten ihn auch tatsächlich wieder beim Fluss, dieser Karstschwinde. Diesmal wollten sie ihn gar nicht mehr hergeben. Wer weiß, was der noch alles wusste und welche Spiele man mit ihm treiben konnte. Er allerdings, um einen Ausweg nicht verlegen, bot an, sie die Herstellung von Schotten zu lehren. Im Gegensatz zum süßen Schotten aus der letzten Vollmilch, am Tag vor dem Almabtrieb feiner und grober extra gerührt und mit Zibeben serviert, muss es sich dabei um den auch Schotten genannten Ziegerkäse aus der Buttermilch-Rührmilch gehandelt haben, der heute in geräucherten harten Kegeln zum Reiben oder bröselig für die Schotsuppe verwendet wird, so man ihn noch irgendwo findet. Aufs Ziegerkraut, wohl Trigonella als Würzmittel, für die grünen Schotten-Kegelstümpfe Schabziger aus der Schweiz sei hier auch noch hingewiesen. Nach diesem zweiten Käsekursus entsprang das Männchen auf die andere Seite des Wassers und rief den verdutzten Sennerinnen zurück: Wenn ihr mich nicht ausgelassen hättet, dann würde ich euch noch erklärt haben, was man aus dem Karwasser machen kann, was man also aus der mehr oder minder grünen Käsemolke oder Klarschotte in weiteren Erhitzungs- und Karamellisierungsvorgängen, die viel Brennholz verschlingen, machen kann, nämlich den als Liebesgabe und Kinderschokolade beliebten Sieg in Vorarlberg, in Schweden und Norwegen aus der Ziegenmilch als Gietost bekannt. Vielleicht hat der kleine grüne Mann aber auch ans Molkenpulver, an die Molkengetränke, Molkenseifen und Molkenbäder sowie an den Vorgang der alchemistischen Goldherstellung gedacht. Die Kette fortschreitender Verwendung und Verwendbarkeit eines allgegenwärtigen Naturprodukts als Ausgangspunkt, nämlich der Milch. Dort Gionyu, Yuen, Kumitz als vergorene Stutenmilch in Kirgistan, Kurut als Trockenmilchkugeln eben dort, Le, Latte, Leke, Melk, Mech, Milk, Mlieko, Moloko, Tee in Ungarn, scheint nahezu unabschließbar. Von Butter und Butterfetten, Rindsfettläuterform war noch gar nicht die Rede. Dass nach 1986 die europäische Tschernobyl-Molke 10 Jahre in Eisenbahntankwagen durch die damalige Bundesrepublik Deutschland unterwegs war, weil sie niemand haben wollte, und dass sie dann schließlich in Ingolstadt verbrannt wurde und man die Rückstände endlagern musste, davon hat das kleine Kasamandel unserer zeitlosen Biotechnik-Sage wohl noch nichts gewusst. Sollen wir noch einen Übergang zu den Bäumen machen? Dann vielleicht eine kurze Bemerkung zur Tanne. Passt es? Gut. Im Weihnachtslied O Tannenbaum irritiert der Ausdruck Blätter. Unsicherheit herrscht historisch auch in der Nomenklatur zwischen Fichte, Weißtanne, Lärchentanne, Harzfichte und Kiefertanne. Die einstmalige Rottanne heißt heute gemeine Fichte Picea abies, nicht mehr Pinus abies. Die sprichwörtlichen Tannenzapfen aufrecht stehend und niemals als Ganzes am Boden auffindbar, nur als Schuppen, sind gewöhnlich Fichtenzapfen. Diese nämlich hängend und bis August grün, meist erst nächstes Jahr am Boden liegend und vorher vom Vermehrer für die sogenannte Klänge, die Forstsamendarre und für die Samenbank gepflückt. Oft liegen um die Fichtenstämme am Waldboden im dunklen Tann, wie man poetisch sagt, in großen Mengen abgebissene handliche Winterzweige. Eichhörnchen haben sich an den energiereichen Pollen gütlich getan und die weiblichen Zäpfchen an den abgeworfenen Fichtenzweigen unberührt gelassen. Die Weiß- oder Edeltanne reagiert am empfindlichsten auf Luftschadstoffe. Die kinderbegeisternde Bartflechte an Nadelbäumen gilt als verlässlicher Reinheitsanzeiger für die Luft. Tannenmenschen, Jänner und Juli, bestechen durch kultiviertes Auftreten. Weißwaschende latinische Vivanen, das sind amazonische Geisterfrauen aus den Südtiroler Dolomiten, siehe auch die Murmeltierkönigin Dolasilla mit ihren unfehlbaren Zauberpfeilen, diese Vivanen können Tannennadeln in Gerste verwandeln.
Der antike Held Pentheus beäugte und belauschte die Bacchen, also die Bacchantinnen, auch seine Mutter Agaue schwärmte unter ihnen, aus einer dichten Tanne heraus. Diese wurde gefällt und der mit einem Tier in ihrer Verblendung verwechselte Held, wie ein solches von den begeisterten Frauen zerrissen. Monokultureller Leitspruch: Willst du deinen Wald vernichten, pflanze nichts als Fichten. Womit wir bei den Bäumen wären. Ich lese jetzt einen Text von Dieter Brickwell. Zur Dieter: Sie ist 1941 in Wien geboren, studierte in Wien, Berlin und New York, arbeitete in Helsinki, Tel Aviv und Paris. Sie wirkte für die ökonomische Entwicklung der Städte in Berlin, Brüssel und Paris, schreibt seit 1987 Romane, Essays und Erzählungen. Seit 2005 als freie Schriftstellerin, lebt in Berlin und Wien. Bislang liegen 11 Bücher vor. Ja, und dieser Text handelt von einer Region, quasi schon, einer Region in Berlin. Dort lebte Ben Wargin, ein tapferer Kämpfer für Bäume und Natur, dem es gelang, mit Parlamentariern, Politikern und allen möglichen Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten. Er gründete auch das Parlament der Bäume in Berlin-Mitte. Und als er eine Anthologie über das Wirken und Leben seiner Freunde und Kampfgefährten und Kampfgefährtinnen herausgab, bat er Dieter Brickwell um einen Beitrag, und so ist das Reden der Bäume entstanden. Als Erklärung für Wiener Zuhörerinnen: Das Gleisdreieck ist die 63 Hektar große Verbindungsstrecke zwischen den verschiedenen Kopfbahnhöfen Berlins mit vielen Gleisen, Schuppen, Drehbühnen und so weiter. Es gehörte zur Reichsbahn, also eigentlich in der DDR, liegt aber in West-Berlin und blieb 40 Jahre unberührt. Wicken und anderes Wandervolk fingen an, die Steinschüttungen zwischen den Gleisen zu erobern, die Brennnesseln folgten, die Birken. Die Äste der Bäume schlugen Fensterscheiben ein, man begann auch die Innenräume zu besiedeln. Dieter Brickwell schreibt dazu: Ich habe diesen seltsamen Industrieurwald gesehen und erwandert. Leider sind nur Bruchstücke davon erhalten, sorgfältig auf Wild gepflegt. Ben Wargin hatte einen der Schuppen gemietet und saß dort mit seinen Naturpflanzen und berühmten und nicht berühmten Besuchern und schenkte ihnen gelegentlich kleine Ginkgo-Bäumchen als Symbol der Überlebenstüchtigkeit der Natur. Eines sprießt in meinem Garten vor sich hin, sehr langsam, sehr nachhaltig. Im Text von Bodo war eben sehr viel von Begriffen, wie man Bäume bezeichnen kann, benennen kann, die Rede. In Dieters Text haben diese Bäume alle ganz ungewöhnliche, ganz andere Namen als die, die wir kennen. Und es ist ein Dialog der Bäume im menschenleeren Gleisdreieck. Gleisdreieck Berlin. Dort sind die Gleise, ist glühendes Land, unter der Eisenschiene heißer Schatten. Kein Tropfen Lebendiges, da wächst keiner hinein, es bleibt nur heißer Wind.
Ja, schau, die Windenden haben sich aber vorwärts gewagt und die Bärenschaukler auch. Lange Arme haben die, greifen mit Wurzelhaken in die Spalten. Schleich gegen den Stein, schling dich um ihn, presse ihn, sprenge ihn. Was soll das plappern? Die Aufregung ist umsonst. Die da wachsen, sind bald Stroh. Von der Wurzel bis zu den Spitzen. Der Weg für die Säfte ist zu weit. Sie werden es aber wagen, und es ist schon früher gewagt worden. Und für wen und für was, bitte sehr? Für Spaß, dass sie über gerade Linien wuchern, da als Buckel und dort als Schleife. Nutzen ihnen aber nichts, ihre Scherze, wenn sie auch so tun, als könnten sie wandern, sie vertrocknen in der Sonne, bevor sie ihren Witz zur Geltung gebracht haben. Aber ich sage dir, düster Zweig, einige kommen durch. Rausch nur, Plauderblatt, es ist die Dummheit der Kräuter, sich da vorzustrecken mit so viel Entbehrung. Durst haben die schon, dafür aber auch Nachtwärme für ihre Beerenfrüchte. Und die Behaglichkeit an der Sonne und den Genuss, die Ersten zu sein am anderen Ufer. So etwas hast du nicht in deinen Zweigen, du Zitterzwerg. Und ich sag dir, Plapperblatt, in der Hitze werden die Sand. Gut so, du Flimmerwinzling, gerade recht für ihre Wucherschwester im nächsten Jahr. Die kann sich dann an den Gerippen festhalten und wachsen. Länger, weiter, dichter. Macht wieder nur Erde im gleichen Jahr. Ja eben. Was eben? Sie tun es für uns. Das ist das Geheimnis. In jedem neuen Jahr spannt das windende Kraut seine Greifer noch weiter. Und im Jahr darauf schon sind das Kratzblätterkraut da und die Sonnenschwingerinnen und die Stachelstolzen. Haben sich weiter verwurzelt, machen Schatten, halten Feuchte. Bevor sie vertrocknen, werfen sie Samen. Lerne das, du Bleichstamm. So wird es. Der Arm der Windenden war nur Spreu. Die Kratzblätter sind schon fette Leichen. Pflanzenaas zwischen Roststahl. So geht es öfter, als es in deinem kleinen Blätterhirn verzeichnet steht. Es sollen auch Schienen und Steine unter unseren Füßen sein. Ist jetzt Friede? Ja, Freundschaft. Ja, schön. Leichen sind gutes Futter. Viele feine, weiche, grüne Buschkinder finden Wurzelsäfte in der Fäule. Siehst du, sie machen Blüten, lassen Arme sprießen, wuchernde Getüme, werfen noch mehr Schatten, halten Wasser. So wächst es. Morgen ist die erste von uns da. Silberhaut hat ein Kind geschickt, hält sich zwischen Steinen, saugt aus der Ritze mit seinem kurzen Pfahl. Wächst ein Stämmchen, ein Fächer, übt das Zittern und Säuseln. Nein, wir vom Sternblatt sind die Ersten mit unseren Wiederwurzeln. Über dem Bärengezweig segelt unsere Jugend mit grünen Lufthäuten. Gleich wer von uns, aus allen Bärensträuchern wachsen Stämme, sprießen die Schwestern Weißrock, Schlitzblatt und Zittertupf. Krautpolster wölben sich in ihrem Schatten, wir setzen die Samen hinein für die Winterbrut, wir Schwestern. Nur die Flimmerbraut, die wartet nicht auf ihre Kinder, die hat sich mit saftvollen Füßen durchgeschlagen, die unterwurzelt uns alle, lässt den langen Zeh vorwärts sprießen, hat den fettesten Ort erobert. Schau, die Fingerblattbräute, die Rotgesichter im Herbst, wenn die kommen, stehen sie in Reihen, ihre Wurzeln fleischig breit, die greifen auch unter unsere Haarfüße, lassen keinen Platz den anderen Familien. Aber die gemeinsamen Schatten sind länger und kühler, die Krautwelt dichter. Reiches Mus zu unseren Füßen. Das Wanderwurzelgeflecht der Flimmerbraut sucht sich eine neue Schneise. Die Langzehen tasten nach der nächsten Fäuleinsel. Hier aber wird morgen das erste Pfahlkind stehen und Zackenblätter zeigen. Das wird dann aufwachsen, hoch, zwischen uns. Und die Grünspieße werden siedeln und nicht mehr lang und der erste Stamm von Jungfächerblatt ist da. Und wächst. Langsam, mit festem Holz. Für eine neue Zeit. Sans souci. Ich höre von einem Ort, dort werden Äste tausendfach im Lärm geschnitten, nach gerader Linie, nach flächigem Maß, großer Schlag in jedem Jahr. Wenn die Arme nach Schnur gefräst werden, an den Wundstellen sollen Quertriebe wachsen, Zweige zu Wänden verhakt, gleichmäßige, zur Sonne blank gesetzte Baumwände, am Licht die Blätter in qualvoller Enge, im Dunkel dahinter die Zweige nackt und nass. Vom Schotter kommt Hitze, die Erde an den Füßen ist peinlich gekehrt, Feindpflanze als Buschwand geschickt atemraubenden Geruch. Die fremde Zierliche in der Mitte kann niemanden verstehen, sammelt nichts, steht leer. Im Nachbarfeld sind Baumschwestern als Türme verkleidet, zu Gassen gestellt, als Burg gepflanzt, im Zwang gehalten, zum Krampf geformt. Spürt ihr das?
die Beweglichen. Sie lachen, sie marschieren, sie toben, auf dem kahlen Glanz der Unterfläche, auf fein gefegtem Kies. Sie wollen nackte Erde, gestampft und gestrählt, zu unseren hungernden Füßen. Wozu tun die Beweglichen uns diese Not? Ihre Natur ist Hacken und Stechen. Ihr Wille ist umgraben, wegschaufeln, glattziehen. Schreit nicht durcheinander, ich will es euch sagen. Die Beweglichen, sie brauchen das. Ihre Not ist Gehen, Rennen, Schauen. Sie müssen ständig wandern, weil, wenn sie ruhen, altern sie. Das ist ihr Gesetz. Sie schneiden uns nicht aus Notwehr, es ist ein Kampf, weil sie lassen Steine gegen uns wachsen. Es ist eine alte Überlieferung, sie denken, wir verwuchern sie. Wir heben sie mit unseren Wurzeln auf und decken sie mit Blättern zu. Es ist, wenn wir viele sind, werden sie stumm. Sie haben aus der Altzeit die Meldung, wenn wir dicht wachsen, bleiben sie stehen und sterben. Darum fürchten sie uns und nehmen uns in Steinkästen gefangen, züchten uns schwach, füttern uns verkehrt, hauen uns um und vermahlen uns zu Stein. Ja, ja, sie vermischen unsere toten Stämme zu Seim und setzen ihn gegen uns an. Unter den Großfruchttragenden wird geredet, dass sie uns essen, um zu überleben. In die Rinden werden Wunden geschlagen, gleichmäßig, dass die Bäume gegenkämpfen, noch mehr blühen, Träume treiben, Säfte in Früchte drücken, weil sie mehr Samen machen wollen, als geheimes Überlebensgebet. Das ist es. Sie wollen unsere Reden haben, aber wir stehen still und tun heimlich. Ja, ja. Standhalten und Samen verstecken, langlebende Samen. Überall hinwedeln die Sporen. Und dann hinter den Windenden lauern, wenn die wuchern. Wir werden die Wurzeln aufsteigen und pressen lassen, bis sie platzen, die fremden Platten. Hör dir das an, die Jungen drüben hinter der Mauer. Sie schnattern wieder, immer die gleiche Melodie. Urwald. Beton macht wieder eine Decke. Das Eisen schneidet noch immer eine gerade Linie. Beton und Eisen legen strenge Gitter aus. Es ist aber niemand mehr bei uns. Die Beweglichen sind verschwunden. Das Land ist still gefallen. Also hebe deinen Wurzelarm, Bruder Zackenlaub, und schon biegt sich die graue Masse, wälzt sich und legt sich in Kräusel. Presse deine saftigen Wurzelschenkel gegen den Stein. Er bricht auf, zeigt Eingeweide, bröselt Nahrung. Über die Eisenlinie ziehen Ranken. Ihr Kratzblätterkraut hebt eure Stängel, ihr Haarhautbande, vor die Eisenschnauze legt eure Blätterarme. Schwester Silberhaut lässt die Zweige um Eisenhauben wachsen, dicht. So fängt es an, Streupunkte auf den Steinen, Schattenrisse über Pflasterbahn, Baldachine über Beton. Wir sind lebende Schirme über Glas und Ziegelstein. Lass dich schwenken im Wind, Sternblatt. Dieses Haus ist allein, lass dich schwingen gegen die Härte, Glas splittert, Ast drückt sich frei, ragt in die unbewachte Lichtbahn. Ha, jetzt kann der Regen hineinströmen, Wasser abträufeln und sich ausbreiten als Futtersumpf. Regenfeucht riecht es in der Höhlung. Kommt der Wind und trägt Samen, kommt der Vogel und scheißt ein Samenkind aus. Samtblattkörner, windenden Spross, Spitzblattbäumchenbrut. Schon sprießt der erste Stamm, wird sterben und Nahrung streuen. Warten wir auf den Winter, noch mehr Glas platzt, schieb deinen Arm, Bruder, komm, schieb. Lass deine jungen Glieder im Frühjahr treiben, Frühjahrstänze für alle im Sturm. Stein poltert, Sparren knirscht, von allen Seiten ist das Haus umfasst, überall stehen wir auf der Hut. Eine Wand stürzt ein, Balken fallen, im Licht treiben viele von uns nach, große Arme umfassen die Pfeiler oben, den Boden haben die Wurzeln längst gehoben. Samen fallen, viele sprießen, oben und unten und über die Wände. Hier ist große Gesellschaft, Wurzelwucher, Baumkinderhain, Zweigebürgerschaft und Wipfeladel. Ahnst du noch die Gerade der Schiene? Spürst du noch die Blöcke von Steinen? Verloren im üppigen Grund, erwürgt im Gewirr der Zweige, verborgen unter flatternden Blättern, untergegangen im Heu der verwelkten Gespinste unserer Finger. Überdacht und verwuchert von unseren Kindern, immer sind wir. Immer da. Ah, ich arme Alte muss mir das von euch anhören. Ihr habt keine Ahnung, wie es weitergeht. Ihr hört hier auf mit dem Spinnen. Aber ich weiß es besser. Ich kenne den großen Traum. Ist mir erzählt worden von meinen Brüdern Zackenlaub und Grünspieß.
Nur noch Kraut, Busch und Baum. Alle strecken sich überall. Der Streit geht um Wurzelplatz, Zweignischen und Lichtkanal. Verwehren den Platz unten, sich stemmen gegen die Großen, stechen gegen den Nachbarn. Wer umfällt, dessen Wurzel sind Hügel zum Siedeln, Wall zum Schutz für die Neuen, der schräge Stamm wird zum Dach für Unterkraut, die Zweige sind Futter für viele. Über sie steigen die Starken, wer einen Lichtkamin findet, hat länger Bestand. Schicht um Schicht baut sich auf, es schwankt, neigt sich, verschiebt sich die Lebenswirrnis. Holzschwamm da unten und Grünpolster dort, Flechtwerk ist überall. Einer klettert über den anderen, lebt von der Fäule der früheren, bis die eine aus dem Schaum der Gegenwehr herauswächst, die große Schwester Grünspieß, sie steht über allen. Ihre Krone hoch in die Luft trägt sie und lässt ihre Nachrichten fliegen, Düfte im Wind, Samen in die Welt. Magst du noch einmal? Renald Deppe. Danke.